Herzlich willkommen zu Bauchgesteuert TV und damit zu einem weiteren Video. Leute, die Katze ist aus dem Sack. Vor ungefähr 2 Stunden hat das Ministry of Foreign Affairs hier in Thailand eine Länderliste veröffentlicht. Und zwar stehen da die Länder drauf, das sind insgesamt 46 Stück an der Zahl, die ab 1. November hier in Thailand ohne Quarantäne einreisen dürfen, beziehungsweise ein Tag oder eine Übernachtung ist damit drin, einfach nur um auf das negative PCR-Testergebnis zu warten. Diese Liste möchte ich jetzt gerne mal mit euch anschauen. Und außerdem wurde noch so eine Art Fahrplan veröffentlicht. So nenne ich das jetzt mal. Ja, da ist dann ganz genau geschrieben, die Voraussetzungen, die Bedingungen, die für eine quarantänefreie Einreise erfüllt werden müssen. So, als erstes möchte ich euch gerne kurz zeigen, wo ich meine Informationen bezogen habe. Und zwar, ich schalte jetzt hier mal wieder um. Und zwar hier auf der Facebook-Seite vom Ministry of Foreign Affairs. Ja, hier kann man es lesen. Wenn man hier runter scrollt, hier sieht man quasi die Dokumente, die hier veröffentlicht wurden, inklusive auch der Liste und noch dem Fahrplan. Also das kann man hier finden, wenn man einfach nach Ministry of Foreign Affairs sucht. Des Weiteren kann man auch direkt auf die Internetseite vom Ministry of Foreign Affairs gehen und hier findet man diesen Beitrag und wenn man den anklickt, da gibt es noch eine nicht offizielle Übersetzung von dem Ganzen, was hier beschlossen wurde. Im Prinzip steht da nur, dass diese Länder in der Liste freigegeben wurden. Ja? Und die Liste findet man hier auf Thai und hier auch in englischer Sprache. So, jetzt schauen wir uns als erstes mal die Liste an. Ja, was sehen wir denn da? Australien ist dabei, Austria, also alle Österreicher, herzlich willkommen. Ja, dann haben wir Bahrain, Belgien, Bhutan, Bulgarien, Kambodscha, ja, Chile, alles Mögliche hier wieder. Kanada ist dabei. Ja, dann hier Germany, ich meine, das war ja schon bekannt. Wo sind denn die Schweizer? Hier haben wir die Schweizer auf Platz 42. Ja, England kann einreisen, Hongkong, also diese ganzen Länder hier stehen auf der Liste. Malta, Japan, Italien ist sogar mit dabei, Griechenland, Ungarn, Finnland. Also ich sag mal so, dafür, dass nur von ungefähr 10 Ländern gesprochen wurde und auch nur 5 bestätigt waren, ist das jetzt eine echte Überraschung, 46 Länder hier auf der Liste zu sehen. Also ich freue mich schon, ich bin auch wirklich gespannt, wie viele denn hier ab 1. November einreisen werden. So, und jetzt schauen wir uns nochmal den Fahrplan dazu an. Und zwar konzentriert euch erstmal hier auf diese grüne Spalte. Ja, wir gehen das mal von oben nach unten durch. Ja. Hier steht dann nochmal Schemes for entering Thailand by air travel, also nur mit dem Flugzeug. Ab 1. November hat dieses Dokument hier quasi Gültigkeit bzw. dieses ganze Prozedere hier auf dem Dokument. So. Und jetzt sehen wir hier nochmal, ausgenommen von der Quarantäne, ja, only eligible countries, also die Länder, die auf der Liste stehen. Was jetzt hier noch steht, ist note must reside in the eligible countries for at least 21 days, also 21 aufeinanderfolgende Tage. Das heißt, wenn du aus so einem Land einreist, also ja, entweder Deutscher bist oder aus einem anderen Land kommst, so verstehe ich das, musst du dich mindestens 21 Tage in diesem Land aufhalten, welches auf der Liste steht und dann gilt das auch für dich. Dann haben wir hier keine Quarantäne, steht noch da, must wait for RT-PCR test result at the hotel for one night or until receive negative result. Das heißt, du reist ein, dann wird am Flughafen, vermutlich am Flughafen, ich gehe davon aus, weil in der Phuket Sandbox ist es so, wird am Flughafen ein PCR-Test von dir gemacht. Dann musst du ins Hotel, dort vermutlich eine Nacht verbringen und am nächsten Tag kriegst du irgendwann mal dein Testergebnis mitgeteilt. Und wenn es negativ ist, dann darfst du raus in die Freiheit sozusagen. Ist es eine Quarantäne oder nicht? Ja, ich nenne es eine Übernachtung, ja, eine Zwangsübernachtung sozusagen. Die kann man sich aber schön machen. Und wenn man vergleicht 14 Tage vorher oder eben 7 Tage, dann ist diese eine Nacht ja, ist quasi nichts, meiner Meinung nach. Vaccination steht hier noch im nächsten Punkt. Fully vaccinated at least 14 days prior to traveling. Also voll geimpft, ja, und zwar
14 Tage mindestens oder spätestens davor muss diese Impfung erfolgt sein. Das heißt, du kannst dich nicht 3 Tage vor Abflug impfen lassen und sagen, juhu, ich bin geimpft, ich gehe nach Thailand. Das gilt noch nicht. Also voll geimpft 14 Tage vorher. So, dann muss mindestens eine Nacht, ja, One Night Reservation at SHA plus oder ein AQ, ich weiß nicht, warum da nicht mehr ASQ steht, ja, Alternative Quarantine Hotel. Also eine Nacht muss quasi gebucht sein. Es muss eine Reservierung vorhanden sein. Und hier steht auch noch als Hinweis, Payment Confirmation Required. Ich nehme mal an, dass diese Zahlungsbestätigung, dass man die wie auch beim COE mit in die Thailand Pass App hochladen muss, um das zu bestätigen, dass man hier eine Nacht gebucht hat, entweder im SHA Plus oder im AQ Hotel. Medical Insurance, die wurde jetzt runtergesetzt von 100.000 US-Dollar auf 50.000 US-Dollar. Also das Schreiben muss man sich trotzdem noch von seiner Versicherung besorgen. Ja, es ist ein bisschen nervig, aber gut, ja, muss man halt machen. Covid-Test, Covid-19-Test-Result before departure. Das heißt, auch hier wieder ein RT-PCR-Covid-19-Test muss 72 Stunden before traveling. Also, da gibt es auch immer wieder die Frage, muss dieser Test noch gültig sein, wenn ich hier ankomme in Thailand, oder muss der Test 72 Stunden bis Abflug gültig sein? Ich kann es nicht ganz genau beantworten. Es wurde schon ein paar Mal beantwortet. Ich glaube, es heißt 72 Stunden vor Abflug. Wir haben es allerdings so gemacht, wir haben die Ankunft auch noch mitgenommen, ja, um einfach sicher zu gehen, dass das alles passt. Ja. Und vor allem muss man auch noch beachten, dass wenn man einen Zwischenstopp irgendwo hat, sagen wir mal in Dubai oder in Doha, ja, dass dort auch eventuell nochmal der Covid-Test, das Ergebnis überprüft wird. Und dann gilt das quasi ja wieder als neu gestarteter Flug sozusagen. Also achtet drauf, dass ja einfach diese 72 Stunden innerhalb der Reise, dass da dieser Test noch Gültigkeit hat, beziehungsweise das Ergebnis. So, Covid-19-Tests in Thailand. Hier steht noch ein kleiner Hinweis. Travelers are responsible for test fees, which is included in the hotel reservation. Das war auch eine Frage aus unserer Community hier auf YouTube. Da hat uns wirklich jemand gefragt, wo muss man diesen Test bezahlen? Ja, am Flughafen oder was? Ja, und ich habe mir schon gedacht, wahrscheinlich ist das mit in der Hotelreservierung inklusive. Also, one RT-PCR Covid-19-Test on arrival date. Ja. Also am Tag der Ankunft wird dieser Covid-Test gemacht und die Kosten sind in den Hotelkosten höchstwahrscheinlich mit drin, so wie es hier steht. Ja. So, dann gucken wir noch ganz kurz Sandbox-Programm. Da ist mir übrigens auch noch was aufgefallen. Hier unten ist so eine Fußnote. For Sandbox-Programm must arrive through the international airports of Suvarnabhumi, also in Bangkok, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket, Samui, Utapau and Buriram, chartered flights only. Das heißt, für das Sandbox-Programm, das gilt jetzt scheinbar nicht nur für Phuket oder Samui Plus, sondern man kann wohl auch direkt im Transitbereich wohl bleiben und direkt über den Suvarnabhumi Airport oder Suvarnabhumi Airport direkt nach Chiang Mai weiterfliegen zum Beispiel oder Buriram auch. Also das funktioniert wohl soweit auch. Schauen wir uns nochmal das Sandbox-Programm an. Hier sind all countries gemeint, also hier ist keiner mehr ausgegrenzt, da geht es nicht mehr nach Länderliste. Travel restricted in Sandbox Area for 7 days. Das heißt, man muss sich 7 Tage im Sandkasten aufhalten und erst dann kann man nach einem negativen PCR-Test wieder weiterreisen. Man muss voll geimpft sein, genau das gleiche wie bei ohne Quarantäne, 14 Tage spätestens vor Abflug. Man muss eine 7 Nights Reservation, also 7 Nächte müssen reserviert sein für dieses Sandbox-Programm und auch eine Zahlungsbestätigung muss auch mit hochgeladen werden. Medical Insurance auch auf 50.000 Dollar runtergestellt von 100.000 Dollar. Und hier haben wir wieder das Gleiche vor Abflug, 72 Stunden quasi diesen Covid-19-Test, den negativen. So, und hier haben wir noch 2 RT-PCR Covid-19-Tests on arrival date, also einer wird bei Ankunft gemacht. Dann nochmal Tag 6 oder Tag 7 wird auch nochmal ein PCR-Test gemacht. Und wenn das alles passt, dann ist man nach diesen 7 Tagen fein raus. Ansonsten haben wir hier noch die ganz normale Einreise via Quarantäne, wie wir es gemacht haben. Das betrifft auch alle Länder. 10 Tage muss man sich in Quarantäne begeben.
Impfung wird nicht benötigt, also falls du nicht geimpft bist, kannst du einreisen, allerdings eben mit 10 Tage Quarantäne. 10 Nächte Reservierung muss man machen, wieder vorzeigen. Auch hier würde die Versicherung von 100.000 auf 50.000 US-Dollar runtergesetzt. Und wir müssen auch wieder ein 72 Stunden vor Abreise oder auch Einreise einen PCR-Test hier vorweisen können. So, und am Ende oder mittendrin haben wir auch nochmal 2 PCR-Tests. Das wurde auch schon runtergestellt. Genau, wir hatten nämlich 3 PCR-Tests damals, im Juni war das. Also einer wird am Arrival-Date gemacht und einer nochmal am Tag 8 oder am Tag 9. Ja, das sind jetzt hier die Bestimmungen, der Fahrplan, die Länderliste. Ich muss sagen, ich bin happy. Ich freue mich wirklich für euch alle da draußen, dass ihr jetzt endlich wieder einreisen könnt. Es ist noch ein bisschen was zu tun. Klar, man muss wieder die Versicherung, muss man wieder anschreiben und eben nach dieser Deckungssumme fragen, dass da eben auch ganz genau 50.000 US-Dollar drinsteht. Bitte auch der Versicherung sagen, auch wenn die sagen, ja, ihr seid bis zu 3 Millionen Euro abgesichert oder sonst was. Nein, es muss exakt diese Summe drinstehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und als nächstes wird natürlich noch diese Hotelbestätigung benötigt. Also das muss man auch noch machen. Vermutlich muss man beides dann in dieser Thailand-Pass-App hochladen. Und dann ist man aber fein raus. Also man kann dann wirklich am nächsten Tag hier durchs Land reisen. Und ich hoffe, dass auch wieder viele Touristen hier ins Land kommen, dass die Thais auch wieder aufmachen können, vor allem in den Touristengebieten, ja, dass es hier wieder so richtig abgeht. Und dann sind wir gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Super, vielen Dank, dass du dieses Video angeschaut hast. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne, schreib sie in die Kommentare, wenn dir das Video gefallen hat. Gib einen Daumen hoch, lass ein Abo da, unterstütz unseren Kanal und wir sehen uns in Thailand. Bis bald!